Herzlich willkommen zur sechsten und damit letzten Judo-Bundesliga-Runde vor der Sommerpause. Wir zeigen Ihnen heute den Kampf zwischen Multikraft Wels und den Vienna Samurais. Die Welser liegen derzeit auf Platz 3 der Tabelle, doch der Ausfall von Kimran Borchaschwili schwächt die Oberösterreicher auch im Vorfeld dieser Runde. Die Wiener präsentieren sich in dieser Saison sehr stark und immer wieder unberechenbar und mussten in ihren 3 Meisterschaftskämpfen erst eine einzige Niederlage einstecken. Ja, wir haben uns natürlich vorgenommen, dass wir gewinnen, aber das wird schwer. Es ist eine komplett ausgeglichene Partie. Wird nicht leicht werden, kommt ein bisschen auf die Aufstellung drauf an. Knackpunkt wird sicher die 73er Gewichtsklasse. Da haben die Wiener einen Legionär und ich hoffe, dass der Michi als Jolly Joker, der Winkler Michi, wieder was machen kann, dass er den schlagt. Aber es wird interessant werden. Also, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Wir dürfen es auf keinen Fall unterschätzen. Da haben wir auch nicht. Und bin gespannt, wie es ausgeht. Das ganz große Ziel der Wiener ist natürlich der Einzug in die Final Four. Wir sehen uns selber in der Position, dass wir eher nach unten schauen, dass wir schauen, dass wir eher nicht absteigen, als dass wir irgendwie ins Final Four kommen, wobei das theoretisch auch möglich ist. Wir sind mit 2 Unentschieden in die Saison gestartet. Wenn man jetzt sogar sieht, wie die 2 Unentschieden zustande gekommen sind, ein bisschen durch Glück, dass die Gegner nicht die Legionäre hatten, die sie hätten haben können. Wenn man sich jetzt den Sachverhalt vor Ort angesehen hätte, hätte man es eigentlich beide gewinnen müssen. Da wären wir sogar ganz gut dabei, aber ich glaube, wir sollten, wenn man unsere Kaderdichte anschaut, den Ball möglichst flach halten und schauen, dass wir wirklich nach unten hin uns absichern. Für heute ist es so, dass wir Wels durchaus in der Favoritenrolle sehen. Die haben auch wieder die Ambition, ins Finale zu kommen. Es schaut für sie auch momentan sehr gut aus, so wie die Saison verläuft. Und müsste ich was tippen, würde ich tendenziell eher einen Sieg für Wels tippen oder ein Unentschieden. Den Anfang machen Patrick Hamminger und Peter Arnetshofer in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Die Wiener also in den blauen Judogis. Peter Arnetshofer setzt hier gleich zu einem Wurf an und bleibt in weiterer Folge des Kampfes dominant. Er erwischt den Gegner an der Hand und kann ihn vor Ende der Kampfzeit zum Abhebeln bringen. Weiter geht es dann in der Kategorie bis 66 Kilogramm. Thomas Hamminger gegen Ilya Ciganovic. Der Serbe im Bodenkampf eine Klasse für sich. Er siegt mit diesem Bürger mit Ippon. Michael Winkler gegen Felician Öri, der Legionär der Wiener. Die messen sich hier in der Kategorie bis 73 Kilogramm. Manfred Dullinger hat es eingangs schon erwähnt, dass dieser Kampf wohl der Knackpunkt sein wird. Mit diesem schönen Körperwurf baut Öri die Führung für die Wiener aus. Auch die Kampfrichter geben das okay. Und Öri gewinnt mit Ippon. Weiter geht's in der Kategorie bis 81 Kilogramm. Dominik Stegmeier gegen Patrick Ganselmeier. Ganselmeier gleich mit einem Zangenwurf, für den er einen Vasari bekommt. Und dann auch gleich den zweiten Vasari nach einem inneren Schenkelwurf. In der Kategorie bis 90 Kilogramm treffen Shamil Borchaschwili und Sascha Kuba aufeinander. Borchaschwili führt im Bundesliga-Ranking mit 12 Siegen. Und punktet in diesem Kampf mit Ippon. Wir sehen es hier mit dieser großen Außensichel.
Gábor Wehr gegen Gabriel Lukanovic in der Kategorie bis 100 Kilogramm. Gábor Wehr übernimmt den Angriff von Lukanovic und nützt ihn zu einem Selbstfaller und damit zur ersten Vasari-Wertung in diesem Kampf. Gábor Wehr bleibt auch weiterhin dominant. Lukanovic versucht sich hier noch zu wehren. Doch Gábor Wehr entscheidet diesen Kampf dank diesem gestreckten Armhebel für sich. In der Kategorie plus 100 Kilogramm kämpfen Christian Todt und Clemens Brentner gegeneinander. Der Ungar Christian Todt ist heuer erstmals nach seiner Schulterverletzung wieder in der Liga im Einsatz und startet gleich mit einem Vasari. Den Schlusspunkt setzt der Vize-Weltmeister dann mit einem Armhebel und er punktet für die Welser. Zur Pause führen die Wiener mit 4:3. Weiter geht es dann wieder in der Kategorie bis 66 Kilogramm. Hier trifft Thomas Hamminger auf Ilja Ciganovic. Hamminger setzt zum Wurfeinstieg an, den Ciganovic perfekt kontert. Ippon und ein weiterer Punkt für die Wiener. Damit steht es schon 5:3 für die Vienna Samurais. Der Legionär der Wiener, Felician Öri, kämpft dann in der Kategorie bis 73 Kilo gegen Hans-Peter Fellner. Kurzer Prozess und Ippon für Öri. Weiter geht es dann in der Kategorie bis 81 Kilogramm. Michael Winkler und Patrick Ganselmeier. Der Angriff wird auf der Matte ausgeführt, aber außerhalb der Matte beendet. Die Wiener reklamieren Ippon. Doch es bleibt bei einer Vasari-Wertung. Der Kampf geht weiter. Schneller Angriff von Winkler. Ganselmeier übernimmt und bekommt dieses Mal eine Ippon-Wertung. In der Kategorie bis 90 Kilo treffen Shamil Bokashvili und Sascha Kuba aufeinander. Doch zu viele Verwarnungen auf Seiten der Wiener. Hier in Blau. Und der Kampf endet zugunsten der Welser. Bis 100 Kilogramm kämpfen Gábor Wehr und Christoph Radlherr gegeneinander. Gábor Wehr fixiert hier seinen Gegner auf dem Boden. Er versucht hier noch zu entkommen, doch Gábor Wehr bleibt der Stärkere.
und gewinnt auch diesen Kampf. Der letzte Kampf dann in der Kategorie plus 100 Kilo, der Ungar Christian Todt gegen Clemens Brentner. Vize-Weltmeister Todt bleibt hier standhaft. Er holt sich seine Griffe, lädt den Gegner auf und beendet den Kampf mit einem Schulterwurf. Damit verlieren die Welser diese Runde mit 6:8 gegen die Vienna Samurais. Was ist schiefgelaufen? Samurais haben eine Spur schlauer gekämpft, haben ihre Pflichtpunkte gemacht. Wir haben eigentlich auch die Punkte, die wir uns fix erwartet haben, gemacht. Die Wackelgewichtsklasse war meine, ich habe verloren. In der zweiten Runde hat der Michi Winkler eine Klasse höher gekämpft, eigentlich fast eine stärkere, oder sicher sogar eine stärkere Partie geliefert als ich. Es hat trotzdem knapp nicht gereicht und damit geht es 6:8 aus. Der Geschichte gegen die Samurais ist immer 6-8, 7-7, 8-6 das klassische Ergebnis. Also wenn du mich vorher fragst, wie es ausgeht, ungefähr so. Die andere Richtung war schöner gewesen. Wäre ich ein neutraler Zuschauer gewesen, hätte ich getippt auf eine leichte Tendenz in die andere Richtung. Bin froh, dass wir uns damit vertan haben. Also 8-6 gewonnen, die Partie. Wir haben ein bisschen Nutz genießt davon, dass Sie entgegen unserer ursprünglichen Annahme Ihren starken 60er, den Kimran Borchardt-Spiele, nicht stellen konnten. Der ist ja bis jetzt die ganze Saison ausgefallen oder fast die ganze Saison ausgefallen. Da wurde schon ein bisschen spekuliert, macht das und macht das nicht heute. Hat es nicht gemacht und hätte das gemacht, hätte ich wahrscheinlich recht behalten. Wir sind aber froh, dass es so geblieben ist, geworden ist, wie es am Ende des Tages der Fall ist. Ja. Damit geht die letzte Runde vor der Sommerpause zu Ende. Und hier noch einmal die Ergebnisse der 6. Bundesliga-Runde im Überblick. Wimpersing Sparkasse geht also als Tabellenführer in die Sommerpause. Dahinter Raiffeisen Flachgau und die Galaxy Judo Tigers. Multikraft Wels auf Platz 5, die Vienna Samurais auf Platz 6. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.